Ja, hallo Leute, hier ist wieder euer Rollidiver mit einem Vlog-Video zu dem Thema Ich das gerne lese. Diese Idee hat mir der Zorn bei Sur vorgeschlagen. Danke an dir. Dein Kanal wird in der Beschreibung landen. Danke. Und ich habe jetzt bestimmte Bücher hergetan, die ich euch gerne vorstellen möchte, die ich gelesen habe und die mir wirklich Spaß gemacht haben zu lesen. Zu einem hier haben wir Marcus Gladiator von Simon Sparrow. Es geht halt darum, ich könnte mal das hier lesen, ja? Alles, was euch jetzt noch bleibt, ist zu kämpfen und zu überleben. Der junge Marcus wird nach einem brutalen Überfall auf seiner Familie versklavt und in eine Gladiatorenschule verschleppt, wo er zum Elite-Kämpfer ausgebildet werden soll. Aber Marcus kann seine Vergangenheit nicht vergessen, den Mord an seinem Vater und die Entführung seiner Mutter. Er weiß, dass es nur eine Möglichkeit gibt, um Rache zu nehmen. Er muss den mächtigen General Pompeius finden und ihn um Hilfe bitten, den Mann, der tief in der Schuld seines Vaters steht. Doch Marcus' Herkunft ist von einem dunklen Geheimnis überschattet. Ein Geheimnis, das es so gefährlich ist, dass seine Aufdeckung den sicheren Tod bedeuten würde. Hier nochmal das Buch. Kann ich bloß empfehlen. So. Jetzt kommt eins, wahrscheinlich von den Schriftsteller, wo fast jeder kennt, guter Leser kennt. Die Tochter der Himmelsscheibe. Von Wolfgang Holbein. Hier. Nochmal. Die Himmelsscheibe von Ebra. Wolfgang Holbein beginnt dort von einer Archäologie aufführt. Die Erde bebt, Feuersäulen schießen empor. Die Sturmflut gistet über den Tempelanlagen und Festungen. Aris Heimat geht in einer gewaltigen Katastrophe unter. Außer dem nackten Leben vermögen ihre Mutter und sie nichts weiter als ein Schwert zu retten. Das Schwert ist jede Bronzewaffe und mit einem Geheimnis beschaffet ist, das sich Ari erst nach und nach erschließt. Im Falldorf, das die beiden Flüchtlinge aufgenommen hat, kommt es zur tödlichen Auseinandersetzung, während der Hohepriester von Gisorg mit allen Mitteln das Geheimnis des Schwertes zu erkunden versucht. Werden die Jäger des Dorfes von Fremden angegriffen, mitgerissen und von einem Strudel aus Gewalt und Gier, weiß Ari schon bald nicht mehr, wen sie glauben soll, denn Menschen, die ihr Unterschlupf gewährt haben oder ihre Mutter, die mit den fremden Angreifern unter einer Decke zu stecken scheint. Wolfgang Holbein, die Tochter der Himmelsscheibe. Auch sehr gutes Buch. Man hängt zwar sehr lang dran, aber es geht. Dann kommen wir zu einem Roman von William Harwood, Die Wölfe der Zeit, die Reise ins Herzland. Auch richtig gutes Buch. Es geht um mehrere Wölfe, die sich nach und nach treffen und versuchen ins Herzland zurückzukommen. Wo zwei göttliche Wölfe sich verliebt haben und dort auch gestorben sind. Ja. Muss ich mal schauen, ob ich aufnehme nochmal? Ja, ich nehme auf. Und ich hoffe, es reicht noch für die ganzen Bücher. Wenn nicht, wird es dann Part 2 folgen. Dann kommen wir zu einem ganz coolen Buch von Jonathan Stroud, Drachenglut. Der Drache liegt still und schweigend da, aber sein Verstand glüht. Das Feuer ist nur ein blutroter Punkt, der im Dunkeln leuchtet. Die Flamme seines Verstands wird von ihrer eigenen weißen Wut genährt und brennt, brennt, brennt endlose Jahre lang. Drachenglut. Sehr gutes Buch. Ich hoffe, ich mache das nicht ganz nicht so schnell. Wenn ja, könnt ihr mich ausschimpfen in den Kommentaren, wenn ihr wollt. Dann habe ich hier von David Gremmel, oder Gemiel, wie man es halt ausspricht, je nachdem, Ritter dunkles Ruf. Ritter dunklen Rufes. Sorry, das muss ich korrigieren. Es geht halt um... Ich kann ihn mal kurz vorlesen. Acht Ritter in roter Rüstung, mit geisterhaften bleichen Gesichtern, die Augen blutgefüllt,
ritten mit dunklen Schwertern in den Händen über den Himmel. Richtig gutes Buch, richtig nice. So, und ich habe jetzt ein Buch, wo ich als Kind sehr gern gelesen habe und es auch wieder gefunden habe, weil meine Schwester bzw. entweder einer von meiner Familie hat es hergegeben, ja? Es ist die Schatzinsel von R.L. Stevenson. Jeder kennt dieses Buch hundertprozentig oder hat schon mal den Film dazu gesehen. Ich bin lieber der Liebhaber für das Buch. Das hat jetzt leider keinen Vorwand. Ich schau mal, ob es ein Intro hat. Sprich, ein Vorkapitel. Naja, schau mal, das hier ist das erste Kapitel. Richtig schöne, schöne Zeichnungen. Denn was die Schatzinsel ist, ein Muss für jeden Leser. So, dann kommen wir mal wieder zu was Gruseligen. Die Schatten von Galgenberg von Regina Rouge. Richtig gruselig, richtig gespenstisch. Packt einen beim Lesen, kann ich nur empfehlen. Lesen wir vor, worum es geht. Plötzlich waren sie einfach da. Merkwürdige Schatten, die zu niemandem gehören, oder doch? Leon erfährt, dass auf einem Hügel außerhalb der Stadt früher einmal ein Galgen stand. Verbrecher aus ganzen Gegenden wurden dorthin gerichtet. Und es heißt, dass ihre Geister keine Ruhe finden und so lange umherirren, bis sie in den Schatten eines Lebenden schlüpfen können. Erst dann können sie sterben und mit ihm der Mensch, zu dem der Schatten gehört. Leon und seine Freundin Laura sind dem Schatten dicht auf der Spur, aber wird es ihnen gelingen, die Schattengeister zu besiegen? Wer weiß, man müsste dieses Buch lesen, um es zu erfahren. So, jetzt kommen wir zu einem noch gut erhaltenen von mir Kinderbuch, das auch jeder jetzt kennt. Jetzt wird, denkt sich bestimmt jeder, jetzt wird der Holy Diver kindisch. Naja, das mal von William Busch. Max und Moritz. Ja, ihr kennt, ihr staunt, ihr lacht, aber das war mein allererstes Kinderbuch, wo ich gelesen habe und ich habe es noch behalten. Das ist der Original-Einband. Mit jedem Kapitel, sagen wir so, ein bisschen dicker ausgedruckt. Hier der erste Streich, der zweite Streich, der dritte Streich, der vierte Streich, ich hoffe, man kann es sehen, der fünfte Streich, der sechste Streich und das war ja, sprich, ihr letzter oder auch nicht. Letzter Streich. Wie gesagt, Max und Moritz. So, also ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das kleine Leser-Blog Holy Diver Video gefallen. Wenn ja, dann einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen runter. Und wenn ihr zum Beispiel wollt, dass ich euch mal Videos biete, wo ich was vorlese, sprich ein Video, ein Kapitel, dann haut's in die Kommentare damit. Das war's. Ciao. Mit V.